den Münzwechsler einbauen bzw. ausbauen, wenn er mal defekt ist? Wie funktioniert das? Ganz einfach, wir schließen einmal die Maschine auf. Ich hoffe, er zickt nicht rum, ich mache gerade eine Reinigung hier. Und neben dem Becherturm haben wir hier unsere große Klappe, wo sich auch der Münzwechsler bzw. auch eventuell der Scheinleser oder eine Telemetrie und so weiter hinter verbirgt. Ganz wichtig, wenn ihr irgendwas an der Maschine macht, zieht immer den Strom bzw. den Netzstecker einmal auf aus, weil sonst kann es zu einem Schaden in der Platine kommen. Was wir hier auf jeden Fall sehen, wir haben hier einen Münzwechsler drin, das ist so ein alten, den ich über hatte, nicht wundern, normalerweise ist das nicht meine Hausmarke. Ich kann ihn durch leichtes Anheben wie eine Tür quasi öffnen und kann dann hier auch den ganzen Münzwechsler letztendlich rausnehmen. Dieser Münzwechsler selber ist nicht im Gerät verschraubt, er ist wie ein Bild an die Wand gehangen. Das heißt, durch leichtes Anheben und Rausziehen könnt ihr den hier wieder rausnehmen. Das ist gar kein Problem. Was auf jeden Fall wichtig ist, wenn ihr einen anderen Münzwechsler hier einbauen solltet, dann müsst ihr hier oben einmal diese Rückgabegeldfunktion bzw. diese rotierende Scheibe etwas weiter nach unten oder oben setzen. Hier sitzen dafür die Punkte, wo man mit dem Torx rein kann und dann die Höhe verstellen kann. Weil sonst kann es sein, dass hier diese Rückgabefunktion nicht ausgelöst werden kann und der Kunde sein Geld nicht bekommt. Oder dieses Teil sitzt zu tief und beschädigt unter Umständen ja, sich selber bzw. euren Automaten. Beim Zuklappen ganz easy rein, leicht anheben und schon sitzt das Ganze wieder drin. Das Ganze ist über MDB angeschlossen, geht hier oben dem Kabel entlang direkt in die Maschine rein. Wir haben übrigens mehrere MDB-Anschlüsse. So viel zum Thema Geldwechsler. Was sein kann, wenn die Maschine geliefert wird und die noch neu ist, ist, dass dieser Rückgabeschalter gar nicht rauskommt. Woran liegt das? Im Inneren befindet sich hier oben drauf noch ein gelbes Fähnchen und ein Splint, der dafür sorgt, dass dieser Schalter drinne bleibt, damit er beim Transport nirgendwo hängen bleibt. Also wenn das mal drinne hängen sollte, einfach hier innen drinne einmal das Fähnchen ziehen und dann könnt ihr das Blech so rausnehmen und alles ist betriebsbereit.